Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen kurzen erstmal angespielt. Und zwar wollte ich euch mal Parkitect zeigen. Das kennt ja noch nicht jeder. Es ist schon mal auf ein paar Kanälen aufgetaucht und ich wollte es euch nochmal besonders ans Herz legen. Bis gleich! So, und dann geht's auch los. Bei Parkitect geht es darum, euren eigenen Freizeitpark zu bauen. Das Ganze in einer relativ, aufwendigen Retro-Grafik, sage ich einfach mal. Und momentan gibt es nur einen Sandbox-Mode, aber ihr seht hier oben steht auch noch Alpha 1A. Also das ist nicht die Alpha 1, sondern schon eine später. Und ich habe mir dieses Spiel einfach für euch ausgesucht, um damit ich nochmal wieder so ein Early-Asset-Spiel habe, mit dem ich euch so ein bisschen begleiten kann und wo ich immer euch so ein bisschen zeigen kann, wenn es da was Neues gibt. Wir bauen uns hier erstmal einen neuen Park auf. Und ja, was ist das Besondere im Spiel? Erstmal, die Entwickler, die geben sich sehr viel Mühe. Das heißt, wenn euch das Spiel gefällt, dann ladet es nicht irgendwo runter, sondern kauft es euch wirklich, weil die Entwickler, die haben sehr gute Ideen. Es gibt viel, was sie noch machen wollen und was sie hier halt fabrizieren wollen. Wir fangen erstmal an, hier einen ganz simplen Park zu bauen. Die Grafik ist den meisten auf Roller Coaster Tycoon 1 bzw. 2 so ein bisschen bekannt, ist ein bisschen farbenfroher, würde ich mal sagen, nicht ganz so aufwendig von den Texturen. Aber, oh, jetzt habe ich wieder einen Frosch im Hals, kleinen Moment. Oh, jetzt ist besser. Erstmal einen Schluck trinken. Also, es ist nicht ganz so aufwendig von den Texturen und allem drum und dran. Aber ich finde schon, dass das Spiel sich sehen lassen kann, vor allem weil für die Zukunft echt Sachen geplant sind, die man so aus diesem Genre einfach nicht kennt, mit diesen Freizeitpark-Simulatoren. Momentan ist ja so ein bisschen der der Twist zwischen Planet Coaster und Roller Coaster Tycoon World. Finde ich beide als Early Access-Titel bescheiden, weil einfach von Roller Coaster Tycoon habe ich mir von Anfang an wesentlich mehr erwartet. Also da sieht man auch, dass es da jemanden gibt, der versucht damit mit relativ Aufwand schon mal Geld ranzuholen für ein Spiel. Ich Planet Coaster habe ich mir auch schon angeschaut, habe ich auch schon gespielt, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, das größere Potenzial sehe ich eindeutig in Roller Coaster Tycoon, einfach weil die Erfahrungen haben und halt auch die Ideen haben. So, erstmal Parktickets, machen wir von Anfang mal auf 5 Dollars hier. Achso, das war eine Parkkarte, gar nicht das Ticket. Okay, dann machen wir die auf 1 Euro. Gleich mal ein bisschen Geld verdienen hier. Dann hier den Eintritt müssen wir auch nochmal hier ein bisschen regeln. Kann man den überhaupt regeln? Nee, kann man nicht. Okay. Ja, doch, da. Ja, wie gesagt, da sind noch ganz viele Diagramme, die auch noch bestimmt mal irgendwann dazukommen. Also da ist auch noch ganz viel zu entdecken und zu erleben. Ich habe mir das so ein bisschen als Endlosspiel vorgestellt, immer wieder so, wenn ich so ein bisschen Lust habe, mal die eine oder andere Folge aufzunehmen. Je nachdem, wie ihr da auch lustig oder ja Bock habt, mir dazu zu schauen, ist auch immer, liegt ja auch immer so ein bisschen an euch, was ich da denn vorhab. Und ja, entsprechend denke ich mal, dass wir hier mit dem Spiel auch eine Menge Spaß haben können bei mir auf dem Kanal. Also jetzt haben wir erstmal wie gewohnt halt Wege, Warteschlangen und dann haben wir noch Mitarbeiterwege. Dazu komme ich gleich noch. Jetzt baue ich hier erstmal so einen ganz gemütlichen Weg zu dem Karussell hin und dann können wir jetzt hier unter Umständen noch die Farben ändern. Ja, ich finde das Karussell in Rot-Weiß gar nicht so schlimm, aber ich muss es dann doch nochmal ein bisschen umlackieren. Und zwar möchte ich das Weiß einfach durch ein Gelb ersetzen und da haben wir jetzt hier halt wirklich diesen RGB, diese RGB-Auswahl, die wir halt treffen können. Und dann nehmen wir die Palette mal damit rein. Wunderbar. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn das Weiß hier? Das hier noch gelb einzustellen oder was? Gucken mal. Ne, die Farbe ist es nicht. Wo kriege ich jetzt hier das Gelb eingestellt? Ich möchte das Rot nicht weg haben, sondern das Weiß will ich weg haben eigentlich. Plus, machen wir mal so. Geht auch nicht. Okay. Fans, Spooky, also das sind die Zäune, die kann man hier auch nochmal ändern. Ist noch nicht komplett in Deutsch. Musik gibt es auch, aber irgendwie, ich wollte doch eigentlich hier mal eher so. Das ist ja nicht so doll. Aber welche Farbe ändere ich denn damit? Das habe ich ja gerade gesehen, dass sich das hier ändert. Achso, dass die
die Dinger an sich, aber die würde ich ja fast schon mal hier so ein bisschen so braun machen, ne? Ein bisschen, ja, hier so. Also mit dem Gelb kommen wir ja schon ganz gut hin, so. So, ein bisschen brauner noch. Dann nehmen wir uns die einmal, die Palette. Die x'en wir uns weg. Die x'en wir uns auch weg und dann nehmen wir die Palette. Und dann können wir die Farbe hier nochmal checken, gerade, was sich da verändert, nämlich nichts. Und bei dem Gelben verändert sich dann nur das Geschirr. Okay, schade. Hätte ich gerne eine andere Farbe gehabt. Aber ist ja auch egal, ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir bauen uns hier jetzt auf jeden Fall erstmal einen Weg. Jetzt sehen wir auch gleich, wenn ich den Weg hier lege, dann wird sich das Karussell dem Weg auch anpassen. Also ist da jetzt ein anderer Weg. Wenn ich jetzt den Sandweg hier vorne hinbaue, dann würde der hier auch den Sandweg hinbauen. Das ist schon mal ganz wichtig, das zu wissen, weil das gibt es in den meisten dieser Spiele auch nicht. So, jetzt können wir das Ding natürlich testen oder eröffnen. Beim Karussell kann ja nicht viel verkehrt laufen, also eröffnen wir es einfach mal. Und dann kommt hier auch schon die Musik. Haben hier verschiedene Parameter, Zufriedenheit und allem drum und dran. Und ja, ich mache es halt immer gerne so, wenn ich eine Attraktion baue, dann mache ich erstmal so ein bisschen was mit Deko. Und erstmal fange ich hier an, so eine ganz einfache Parkdeko zu bauen. Weil ich das möchte, das ja schon schicke hier haben. Bauen wir hier so eine Eisenlampe hin. Und dann nochmal jeweils eine Mülltonne. Nehmen wir mal hier die ganz simple Mülltonne. Stellen wir uns. Können wir die damit hinstellen? Nee. Dann stellen wir die Lampen einfach auf die andere Seite. Nehmen wir hier so die Eisenlampen als Eingang. Quasi. Na, da sollte eine Mülltonne hin. So. Dann können wir jetzt hier. Na, die Leute stehen ja auch mal an. Und dann stellen wir uns hier so ein Warteschlangen-TV hin. Das geht auch überall hinzustellen. Ich habe es früher immer nur bei den Warteschlangen gekannt, weil damit denen da nicht langweilig wird, wenn sie denn da anstehen. So, dann holen wir uns oben nochmal eine Bank raus. Machen wir hier nochmal so eine Bank hin. Da nochmal eine. Und dann mache ich hier nochmal eine Lampe hin. Und was ich immer gerne bei Bolakos Tycoon gemacht habe, ist, dass ich mir immer einen Mülleimer an den Ausgang von den Attraktionen hingebaut habe. Einfach nur aus der Begründung heraus, da sich ja einige Leute mal übergeben und die Mülltonnen dann dort gleich bereitstehen, dass sie mir den Park nicht voll ullern. So, dann zeige ich euch jetzt gerade mal eine ganz, ganz coole Komponente, die ich hier in dem Spiel schon entdeckt habe. Und zwar gibt es hier so einen Personalraum. Den kann man sich irgendwo hinbauen. Und jetzt müssen wir gerade mal gucken, wo dort der Eingang ist. Da ist der Eingang, okay. Und den können wir uns jetzt hier zum Beispiel einfach da mal erstmal hinsetzen. Und da gibt es dann diese Mitarbeiterwege, auf denen nur Mitarbeiter laufen können. Also da wird ein Parkgast wird dort nicht langlaufen. Die können wir durch Dekoration zum Beispiel auch verstecken. Könnten wir jetzt hier zum Beispiel, nehmen wir uns mal hier so ein paar Wände. Nehmen wir hier Säulen. Doch, nehmen wir hier mal so eine Säule. Können wir hier hinstellen. Da so. Und hier. Und dann stellen wir da noch eine hin. Und hier noch eine. Dann kommt da noch ein schönes Dach drauf. Mal gucken, was wir da so haben. Da oben sind die Dächer. Bauen wir hier einfach mal so ein Pyramidendach auf. Das hängt jetzt natürlich so ein bisschen in der Luft denn an diesen Säulen. Dann können wir hier vielleicht so ein schräges Dach nehmen. Nee. Haben wir ein größeres Dach irgendwo? Ach so, so eins kann man ja auch nehmen. Machen wir das hier so in die Mitte. Das kommt hier hin. Das drehen wir dann auch nochmal. Und dann können wir das so machen. Dann haben wir jetzt quasi unseren Personalbereich da so ein bisschen, ja, abgebaut vom Park. Können wir hier jetzt mit, was weiß ich, irgendwelchen Wänden können wir hier auch noch hier so drumherum arbeiten, dass das halt von den ganzen Parkgästen überhaupt gar nicht gesehen wird, dass es dort überhaupt irgendwas gibt. Dann nehmen wir die Wand hier nochmal so. Die nochmal weg. So. So, jetzt sehen unsere Parkgäste eigentlich quasi gar nicht, dass es diese Personalbereich dort überhaupt gibt. Hier noch mal, so, können wir auch noch mal so hinmachen. Können wir da noch so ein paar Zäune hinmachen. Gucken wir mal.
Nehmen wir mal hier so einen ganz einfachen Zaun erstmal. So, dann haben wir hier schon mal das Ganze ein bisschen versteckt. Dann können die unsere Parkbesucher das eigentlich gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, dass dort überhaupt Personal angestellt ist. Wir können nochmal bei den Wänden gucken. Haben wir vielleicht hier, hier können wir noch einen ranbauen. Ja, ist noch nicht perfekt da. Oder ich habe es auch nicht unbedingt perfekt hingestellt. Da können wir hier... Nein, da können wir keine Wand hinstellen, okay. Doch, so rum geht das. Okay. Wunderbar, dann können wir jetzt hier zum Beispiel auch... sucht man sich einfach mal hier so ein... Was haben wir hier? So Requisiten. Eine große Requisite. Wasserturm. Können wir uns auch hochziehen hier. Glaube ich doch, irgendwie. Kann man das? Hallo? Nö, kann man nicht. Also der Wasserturm geht nicht hochzuziehen. Bei allen anderen Requisiten geht das. Warte. Da geht das hier nur bei den Strukturen. Ja, es geht nur bei den Strukturen, okay. Schade. beziehungsweise man könnte es ja probieren, indem ich hier ein Dach hinsetze. Wenn wir jetzt hier nochmal mit dem Wasserturm. Ne, da geht's nicht. Wird es beim Karussell gehen? Ah, nein, auch nicht. Okay, dann geht das mit Requisiten nicht. Auf jeden Fall können wir hier noch so ein paar Pflanzen hinstellen. Das haben wir hier so. Blumenkübel können wir hier. Dann nehmen wir, gucken wir bei Zäune. Nochmal. Zäune da unten, da werden wir bestimmt auch so eine Hecke oder so dabei sein. Ja genau, hier haben wir so eine kleine Hecke. Bauen wir uns erstmal hier so ein Heckenende hin. Da. Und dann bauen wir uns da Hecken ran. So. So. Können wir uns das Ganze hier auch nochmal drehen. Können wir hier auch noch so ein Heckenende hinstellen. Sieht man die Säule nachher natürlich nicht mehr so richtig, aber ist ja trotzdem nicht hässlich. Da nochmal eine hin und dann also eine kleine Hecke. Und hier kann man jetzt eigentlich das Ganze auch nochmal mit großen Hecken so ein bisschen machen, dass man da wirklich nicht in den Eingangsbereich reingucken kann. Ja, machen wir so. Und hier hinten kommt dann noch so ein Heckenende wieder hin. Und dann sieht das so ganz schicki aus. So, dann gucken wir nach Bäume. Einen oder anderen Baum dann noch mit reinstellen. Eins, zwei. Dann da vielleicht noch einen, drei. Dann können wir hier auch nochmal machen. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt gleich nochmal die nächste Attraktion bauen. Eine Achterbahn wird es jetzt natürlich noch nicht werden. Aber schon mal so die nächste Kleinigkeit kann man auf die andere Seite hier bestimmt mal hinbauen. Gucken, was wir da so haben. Wissen was Aufregenderes natürlich. Wir haben jetzt ja eher das... langweilige Karussell da. Kann man hier zum Beispiel irgendwas Kleines hier, den Twister oder was? Oder Wipe It Out, den kann man noch da hinbauen. Den kann man uns hier so. Stellen wir uns hier so hin, genau. Haben wir hier den Eingang. Da kommt der Ausgang, der ist ja sowieso schon da. Dann kann man die Lampe da auch wegmachen und dann bauen wir uns da den Gehweg hin. Also die Warteschlange ist das ja in dem Fall. Nee, das war jetzt nicht die Warteschlange. Das hier wäre sie gewesen. So, und da können... Ja, das muss ich mir auch noch dran gewöhnen, dass man die Wege vorher abreißen muss, bevor man eine neue bauen kann. So. Und die Warteschlange, die können wir auch noch so ein bisschen ummodeln. Und da gibt es zum Beispiel auch eine sehr lustige Funktion. Oder eine sehr schöne Funktion, würde ich mal sagen. Nicht lustig, sondern eher schön. Die dabei mache ich weg, die passt da nicht mehr hin. Aber die Bank kommt auf jeden Fall wieder hin, die dort abgerissen worden ist. Den bauen wir uns da hin. Und zwar haben wir hier so ein Pinseltool und da können wir uns Farben quasi hier aufnehmen. Also wenn wir jetzt hier mal... Ja, jetzt haben wir uns die Farben halt aufgenommen und dann können wir jetzt hier das Ganze hier anmalen. So, dass das zu dem Gerät passt. Das Ganze können wir hier drüben eigentlich auch nochmal machen. Nehmen wir die Farben mal auf und dann passen wir das... Ne, das ist jetzt verkehrt. Da. Ich möchte von dir die Farbe haben. Okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Nochmal vielleicht zumachen, nochmal eine neue Farbe aufnehmen, oder? Jetzt probieren wir es nochmal. Ne, jetzt hat er wieder die Farbe aufgenommen. Okay, das war jetzt so eigentlich nicht geplant. Machen wir das Gelb hier wieder weiß. Ist ja kein Problem.
Und dann haben wir hier wieder die alten Farben drin. Ja, das war eigentlich anders geplant, aber naja. Ja, ihr wisst schon, was ich damals... Also hier hat es ja wunderbar funktioniert mit den Farben. Hier drüben leider nicht. Ich krieg's ja auch nicht aufgesammelt. Naja. Okay. Gut, dann bauen wir hier nochmal den Weg ein bisschen aus. Es gibt hier halt auch so Blaupausen. Die kann man sich auch bei Steam runterladen. Das Spiel gibt es übrigens für 17,90 € bei Steam. Hier gibt es so ein paar Blaupausen, die man sich runterladen kann, wo man halt auch so verschiedene fertige Sachen schon hat. Wie zum Beispiel hier so einen kleinen Park. Zum Beispiel. Oder hier eine Indoor-Food-Area, wo dann halt Food drin ist. Und da wollte ich jetzt auch direkt zukommen. Wir haben jetzt hier sowieso eine Ecke frei. Und zwar müssten wir, wenn wir hier so Sachen bauen, wir wollen jetzt zum Beispiel hier Ballons verkaufen. Dann müssen wir die hier hinstellen. Und dann sehen wir jetzt hier oben, hat sich so ein Zeichen aufgebildet. Und das heißt einfach für uns, Herrschaften, wir haben keine Ballons mehr auf Lager. So, ich mach das Fenster mal ein bisschen größer auf. So. Also wir haben keine Ballons mehr auf Lager, das heißt, wir müssen dort erstmal Ballons hinbringen. Und dazu gibt es nämlich hier im Personal. Und da haben wir einmal, können wir sowieso gerade mal einstellen, hier so ein Hausmeister hier, gleich mal zwei Stück. Einen Mechaniker brauchen wir. Ne, das ist kein Mechaniker, das ist jetzt einer, der wird jetzt gleich hier oben ankommen. Also die kommen auch hier von draußen, da sehen wir sie schon mit den gelben Kappen. Ein Officer stellen wir uns auch gleich nochmal ein und einen Animateur. Und da sehen wir jetzt die Aufgabenliste. Und das ist jetzt unser Heuler, das ist der hier. Der wird jetzt erstmal Ballons zu unserem Stand hier unten hinbringen. Zone auswählen können wir auch. Da müssen wir mal beobachten. Das gucken wir uns auf jeden Fall auch nochmal an. Bevor ich dann für heute auch Feierabend mache. Was haben wir hier für einen Weg? Was ist das? Achso, das ist ein Parkplatz oder was? Wo ist er denn? Ja. Kommt er? Da kommt er. Da kommt er und hat Luftballons in der Hand. Und diese Luftballons, die bringt er jetzt da zum Ballonstand. Dann wird der sich auch ein bisschen verändern. Ich drehe mal wieder nach vorne. Ein bisschen. Und dann haben wir jetzt hier Luftballons und das sehen wir dann auch hier beim Ballonladen, dass dort jetzt ein Vorrat von 100 vorhanden ist. Die Ballons, die werden jetzt natürlich erstmal verkauft werden. Und sobald der Nachschub braucht, dann wird der hier loslaufen und wird dort neue Ballons hinbringen. Das Ganze funktioniert mit jedem Geschäft so. Ich werde hier sowieso gerade erstmal einen Geldautomaten hinstellen. Kann man auch gerade hier hinstellen. Mal schön nach vorne. Und das funktioniert halt mit allen Geschäften in dem Spiel so. Kann ja nochmal hier so ein kleines Stück rausziehen. Dann werden wir da nochmal die erste Essensbude und erste Getränkebude hinstellen. Und dann werden wir das nochmal kurz beobachten. Also dann machen wir jetzt hier so gegenüber. Und dann haben wir hier so Limonade, genau. Den Standard. So, die haben jetzt auch nichts da. Das heißt, der wird jetzt gleich einen Auftrag kriegen und der wird gesagt, komm, bitte liefer an. Das sind die Sachen, die angeliefert werden. Da sehen wir hier Gemüse, Burger, Ketchup, all das, was so ein Laden halt braucht. Und da geht es auch schon wieder los mit der Besonderheit, weil dieser Laden, der verkauft zwar einen Burger, ist zwar ein Burgerladen, aber der hat halt Pommes, Hamburger. Dann dafür braucht er also halt Potatoes, das sind ja dann halt Kartoffeln, Salz und Condiments. Können wir hier auch noch so ein bisschen runter, hoch und runter drehen. Und mit Salz, mit viel Salz ist es natürlich so, dass man auch dafür sorgt, dass die Leute viel trinken zum Beispiel, aber das dauert jetzt halt seinen Moment, bis der das überhaupt hingeliefert hat. Das heißt, dass es dort unter Umständen schon lohnt, einen zweiten davon einzustellen, damit das schneller vorangeht. So, das war erstmal so ein kleiner Einblick. Ich weiß jetzt nicht, wann ich die nächste Folge mache. Ich verspreche euch da jetzt auch einfach mal nichts und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich ein Like und ein Abo dalassen. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin dann wie immer von mir ein gepflegtes Reingehauen, auf Wiederschauen. Und wie immer, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.